Jetzt möchte ich ein bisschen was über Sobolevsche Einbettungssätze sagen, vor allem motivierend. Wir haben beobachtet, dass in WKP die Differenzierbarkeitsordnung K und die Integrierbarkeitsordnung P verknüpft werden in einem gewissen Sinne. Und die Frage ist jetzt, das interessiert vor allem dann PDE-Leute, wie und an welchen Parametern muss man schrauben, damit eine gegebene Funktion im gewünschten Raum landet? Man kann sich vorstellen, wenn man irgendwas mit einem Laplace-Operator hat, dann hätte man gern so eine zweimal Differenzierbarkeit drin für k gleich 2, weil der Laplace-Operator ja zweimal ableitet. Und dann muss man einfach gucken, wie man so ein bisschen rumschrauben kann, damit das alles hinhaut. Das ist so der Hintergrund. Ja, und die Antwort auf die Frage, die geben eben die Sobolevschen Einbettungssätze und aus denen folgt, dass die maßgeblichen Parameter, an denen man schrauben muss, NP und K sind. Also klar, K war zu erwarten, die Differenzierbarkeitsordnung. P aber auch die Integrierbarkeitsordnung. Und N ist auch essentiell, wie man sehen wird, nämlich diese Dimension von da, wo der Input der Funktion herkommt. Ja, wir haben gesagt, Omega an R hoch N. Dieses N ist essentiell. Manchmal muss man es sehr hoch wählen. Jetzt nochmal hier im Hinblick auf PDEs ergibt sich. Die Sobolevschen Einbettungssätze erlauben es uns zu schließen, in welchem Raum die Lösung einer PDE liegt und ob sie klassisch oder nur schwach differenzierbar ist. Kann also eine sehr starke Aussage liefern oder wenigstens die Regularität erhöhen. Und mit Hilfe der Sobolevschen Einbettungssätze sehen wir, aus welchen Räumen die Anfangs- und Randdaten stammen müssen, damit die Lösung der PDE im gewünschten Raum landet. Und das ist eben diese Besonderheit. Man kennt Anfangs-Randdaten, weiß vielleicht anfangs gar nicht, in welchem Raum man die wählen muss. Und kann im Nachhinein dann durch die Sobolevschen Sätze das so wählen, dass die Lösung genau da liegt, wo man sie haben will. Ja, das meint man mit diesem Rumschrauben. Darauf kann man hier leider nicht eingehen. Da verweise ich auf Vorlesungen zu partiellen Differentialgleichungen. Gut, hier mal als Beispiel drei Sobolevsche Einbettungssätze. Für offenes Omega in R auch n beliebig, also n beliebig hier, mit glattem Rand und m größer n halbe plus k. Also so ist der Zusammenhang zwischen n und k jedenfalls, dann ist hm in ck Omega Abschluss. Wir gehen gleich ein bisschen konkreter darauf ein. Für p größer n sehen wir, ist w1p r hoch n in L unendlich r hoch n. Hier sehen wir auch, wie n p k verknüpft werden. K ist hier 1, p ist beliebig, n auch. Und dieser Raum ist auf jeden Fall schon mal in L unendlich r hoch n. Wieder p größer n und Omega in r hoch n beschränkt, mit stetig differenzierbarem Rand, das muss man diesmal dazu nehmen. Und dann ist W1P in C unendlich in C Omega Abschluss. Ein bisschen konkreter. Gucken wir uns den ersten Satz an für m gleich 1, so wie n gleich 1 und k gleich 0. Dann steht hier H1 in C0 und Omega ist in R1, das heißt ein Intervall. Dementsprechend steht da H1 offenes Intervall in C0 offenes Intervall. Und das heißt, wenn man es einfach mal auf Deutsch ausspricht, im Eindimensionalen ist jede quadratisch integrierbare einmal schwach differenzierbare Funktion stetig. Ja? H1 ist ja gerade quadratisch integrierbar und einmal schwach differenzierbar. Und die sind offensichtlich alle stetig nach Sobolev, was erstmal nicht trivial ist und auch nicht klar. Der zweite Satz lautet W1p in L unendlich oder jede schwache differenzierbare Funktion ist wesentlich beschränkt in R hoch n. Und der dritte heißt, unter den ganzen Annahmen, die da stehen, W1p in C Omega Abschluss. Das heißt, jede schwach differenzierbare Funktion ist stetig und stetig auf den Rand fortsetzbar. Also solche Geschichten kriegt man durch Sobolev eben auch mitgeliefert, solche Fortsetzbarkeitsantworten. Jetzt noch ein bisschen was zur mathematischen Praxis, wo man diese Sätze wirklich gut benutzen kann, neben der Poincaré-Ungleichung und neben Hölder-Ungleichung. Alles sehr wichtig. Die Aussage, dass ein Raum x in einem Raum y ist, bedeutet, dass es für alle Funktionen in x eine Konstante c größer gleich 0 gibt, sodass gilt, Betrag von fy kleiner gleich c-Betrag von f in der x-Norm. Wenn man das jetzt überträgt, im Sobolev-Satz zum Beispiel 2, das war w1p in L unendlich, dann heißt es gerade, dass aus diesen Sobolevschen Einbettungssätzen unter den jeweiligen Annahmen folgt, f in der L unendlich Norm kleiner gleich c und dann f in der w1p Norm. Das heißt, solche Abschätzungen kommen aus den Sobolevschen Einbettungssätzen und auch das zeigt einfach nochmal, wie wichtig diese Sätze sind. Ja gut, schließlich zusammenfassend, der Sobolev-Raum WKP kombiniert, wie wir festgestellt haben, die p-fache Integrierbarkeit von den LP-Räumen mit der k-fachen schwachen Differenzierbarkeit, die wir neu eingeführt haben. Und die WKP-Normen, die definieren wir natürlich über die LP-Normen und deren jeweils k-schwachen Ableitungen. Alle Sobolev-Räume sind vollständig, wie wir gesehen haben, oder jedenfalls bemerkt haben. Dementsprechend sind alle WKP-Räume Banach-Räume und für p gleich 2, basierend auf L2, ist der HK-Raum dann ein
Hilbertraum, weil wir auch ein Skalarprodukt darauf haben. Dann haben wir auch den H1-0-Raum eingeführt. Das sind H1-Funktionen, die im Wesentlichen am Rand verschwinden, in einem gewissen Sinne. Die Testfunktionen liegen per Definition dicht in H1-0, müssen wir uns noch merken. Und für H1-0-Funktionen gilt die Poincaré-Ungleichung. Das heißt, dass die Schranken der Ableitung auch Schranken für f liefern. Oder Norm von f in der L2, also L2-Norm von f kleiner gleich c von L2-Norm von Gradient f. Zu den Sobolewschen Einbettungssätzen. Sie machen Aussagen darüber, unter welchen Umständen, das heißt, wie man an den Parametern NPK schrauben muss, in welchen Räumen eine gegebene Funktion liegen kann. Insbesondere so Sachen wie, ob sie klassisch differenzierbar ist oder ob sie wesentlich beschränkt ist. Und was jetzt PDEs angeht, was uns am meisten interessiert, mit den Sobolewschen Einbettungssätzen weiß man, wie man die Anfangs- und Randdaten regulieren muss, damit die Lösung der PDE im gewünschten Raum liegt.